Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush. Wieder mal Dankeschön fürs Einschalten. Ja, wir haben heute was ganz Besonderes hier, denn ich habe endlich mal wieder ein cooles Angebot bekommen und zwar mit einer mythischen Kiste, das Angebot aus Burg 6 und das werden wir uns heute holen. Ich zeige es euch gleich, aber zuerst werden wir wieder in ein paar Kämpfe starten. Hier Leute, hier habe ich endlich das Spezialangebot für die Burg 6 wieder mal, das ich mir schon länger kaufen wollte. Ja, vielleicht bald mal mit neuen Karten, neuen legendären Karten hier unterwegs, wäre natürlich mega cool. So, wir starten heute mal wieder mit dem Erscheinungsdeck, was ich richtig, richtig, richtig stark fand. Und jo, starten wir mal einfach in die Schlacht. Los geht's, Leute. Gegen den Sir Lau. Hallo, Sir Lau. Yes, dann eine gute Starthand. Wir spielen gleich mal den Exerkristall. Gegner spielt die Bogenschützen. Okay, lassen wir mal. Oh, da hat der Gegner auch den Exerkristall. Da bin ich mal gespannt, was da so kommt. Ja, nein, da verbrauche ich keine Pfeile. Oder doch, die könnte ich jetzt trotzdem verbrauchen. So, einfach hier mal. Und da ist alles weg. Wir haben noch einen extra Kristall jetzt gezogen. Nein, 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 come on. Yes, Freeze geht sich aus. Ich hoffe, er hat keine Pfeile. Nein, er hat auch gefreezed. Er hat auch gefreezed. Aber wir haben die Wiederbelebung am Start, Leute. Was machen wir? Wir sollten hier mal schauen, dass wir eine große Erscheinung zusammenbekommen, die wir gegen seinen Mage spielen können. Machen wir auch gleich. Come on, yes. Da ist sie. Plus 10. Sehr, sehr cool. Hat funktioniert. Puh. Da setzen wir nochmal was. Da hat er den Mage gut gesetzt gegen meine Skelette. Die hole ich nicht zurück mit der Wiederbelebung. Spielen wir gleich nochmal. Und da sind wir schon neben der Burg des Gegners angelangt. Finde ich cool. Wow. Aber jetzt sollten wir die Wiederbelebung spielen. Ja, spielen wir die Wiederbelebung. Sehr, sehr cool. Gut gegangen. Das ist wirklich gut gegangen. Jetzt setzen wir auch mal eine Erscheinung. Die wird groß. Ja, plus 15. Yes. Sehr, sehr cool. Ja, da setzen wir oben noch was. Den Gegner machen wir es hier nicht leicht. Gegner hat ein sehr ähnliches Deck wie wir. Oh, da hat er den Mage auf dem Feld. Den Mage auf dem Feld. Richtig, richtig gut gespielt vom Gegner, muss ich schon sagen. Ich habe leider. Ich möchte gerne eine Wiederbelebung ziehen. Ziehe ich aber leider nicht. Da habe ich sie, aber da kann ich nicht viel wiederbeleben. Oh, da hat er schon wieder den Mage. Jetzt aber den Freeze. Ja, machen wir eine Erscheinung. Wie groß wird sie? Ei, da haben wir den Mage nicht zerstören können. Schade. Aber wir haben die Pfeile. Zum Glück. Die sollen das schon richten hier. Und dann setzen wir auch einen Skelettkönig. Boah, der Freeze-Zauber des Gegners macht mich das schon zum Schaffen manchmal. Come on. Wiederbelebung. Gut funktioniert. Gut funktioniert. Wir spielen eine Erscheinung. Wie groß wird sie? Wie groß wird sie? Plus 14. Kann sich sehen lassen. Das kann sich sehen lassen. Und die Wiederbelebung ist richtig, richtig gut in meinem Deck. Boah, da haben wir zu kämpfen. Mit seinen Skeletten. Auf der mittleren Lane. Geht sich das aus mit dem Pfeil? Nein, die Pfeile gehen sich nicht aus. Nicht in der Reichweite. Schade. Schade, 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 Leute. Boah, der Kampf dauert wirklich richtig, richtig lang. Da sind ich und der Gegner auf einer Augenhöhe. Pfeile drauf. Und da hat sich's. Wir haben zweimal die Wiederbelebung. Aber momentan keine Kreaturen, mit denen wir sie ja dann füttern könnten. Schade. Denn mit drei Skeletten komme ich nicht weit. Alter. Freeze der Gegner schon wieder. Gib mir die Pfeile, komm schon, gebt mir die Pfeile. Oder einen Skelettschwarm. Haben wir wenigstens den Skelettschwarm. Keine Pfeile für mich. Schade. Keine Pfeile für mich. Wie groß wird sie? Wie groß wird sie? Plus 11. Eieieiei, was machen wir hier nur? Das geht sich nicht aus, das geht sich nicht aus. Da werden wir verlieren, schade. Aber jetzt haben wir die mythische Kiste zu öffnen, Leute. Wir haben die mythische Kiste zu öffnen.
Das machen wir natürlich auch gleich. Haben wir leider verloren. Haben wir leider verloren. Defeat minus 36. Okay, halb so schlimm. Ja, Leute. Ich werde jetzt aber trotzdem mal hier mein Handy wegschalten kurz, damit ihr da nicht seht, was ich da so eingebe beim Kauf. Und los geht's. Da, Dutch ID. Ja, funktioniert natürlich dann nicht, wenn man es will. Ja, Leute. Kurze Unterbrechung hier. So. Ja, da funktioniert die Dutch ID. Ja, klar wollen wir das jetzt kaufen. Come on. Du bist jetzt startklar. Okay, was haben wir, Leute? Meine erste mythische Kiste. Machen wir natürlich einen Screenshot davon. Leider keine legendäre Karte. Leider. Egal, wir haben 2314 Gold. Und was haben wir so in den gewöhnlichen Karten? 317 mal den Bogenschützenstamm. Kann ich so gut gebrauchen. Brauche ich auch sehr hoch jetzt momentan. 83 mal den Henker. Kann ich leider noch nicht upgraden. Und was haben wir hier? 14 mal die Erscheinung. Yes, die beste epische Karte eigentlich für mich momentan. Und die können wir dann auch upgraden. So, und wir bekommen auch noch sehr, 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 sehr viel Juwelen, mit denen wir hier Kisten öffnen können. Zum Glück. Was ist drin? Einmal die Beratin. So, denn hier werden wir gleich mal ein Upgrade durchführen von der Erscheinung, Leute. Auf Level 4 plus 12 und plus 8 Angriff und auch der Bonusangriff wird hier erhöht. Sehr, sehr, sehr cool. Kann ich gebrauchen. Und wir können auch noch den Bogenschützenstamm upgraden. Und wir sind am besten Weg Richtung Level 9. Richtung Level 9. So, hier werden wir auch den Bogenschützenstamm upgraden. Hier mal und da gleich nochmal. Haben wir jetzt auf Level 8. Kann man also jetzt gut in einem Deck spielen. Yes, endlich. Passt auch eigentlich gut ins Erscheinungsdeck, muss ich sagen. Könnten wir auch probieren. Probieren wir hier statt... Ja, machen wir das Deck zwar etwas teurer, aber es sollte funktionieren. Hier öffnen wir mal und dann starten wir in die Schlacht. Haben jetzt 2500 Juwelen, also wir können sehr, sehr viele Kisten in nächster Zeit öffnen. Das freut mich. So, einmal mit dem Extra-Kristall. Da haben wir noch einen Extra-Kristall. Super Start, Leute. Yes, endlich mal können wir hier gut durchstarten. So, aber jetzt müssen wir dann bald mal was spielen gegen den Donald von den German Knights. Was spielen wir? Ja, wir spielen mal hier die Dreier-Skelette und schauen, was der Gegner so macht. Hier oben spielen wir noch was. Der Heiler macht zum Glück... Oh, nicht viel Schaden, aber mit dem Freeze macht das halt trotzdem dann was aus. So, wir haben schon mal die Erscheinung auf der Hand. Hat der Gegner die Pfeile? Ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Ja, setzen wir mal eine Erscheinung. Plus 10. Und wir machen mal Schaden an der Burg von Donald. Spielen wir noch eine Erscheinung. Bevor der Gegner hier irgendwas mit den Pfeilen macht. Yes, plus 11. Sehr, sehr cool. Kann ich gut gebrauchen jetzt. Und da haben wir auch schon den Skelettkönig, den wir spielen können. Und die Erscheinung schafft noch natürlich den Henker vom Gegner hier locker. Ja, für was er das jetzt gemacht hat, frage ich mich wirklich. Denn wir können jetzt eigentlich die Wiederbelebung spielen. Los geht's. Und irgendwo haben wir auch die Erscheinung hier. Natürlich drinnen. Boah, da hat der Gegner den Drachen, aber ich habe zum Glück die Erscheinung gespielt, am richtigen Fleck. Aber leider ist da meine zweite Erscheinung beim Drachen, bei den Skeletten untergegangen. Kann man nichts machen. Wir können trotzdem die Erscheinung hier gut durchbringen. Ja, der Henker macht uns hier nichts vor, Leute. Wir sind an der Burg des Gegners. Ja, komm schon. Deine Pfeile können mir hier nicht viel ausmachen. Wir haben leider keine Wiederbelebung. Und wir machen mega viel Schaden. Ja, da hat der Gegner... Okay. Wir schätzen aber noch eine Erscheinung. Da hat der Gegner auch einen Heiler. Hinter dem Ganzen hier. Doch wir freezen, Leute. Wir freezen. Wieso freezt der Gegner die untere Lane? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Und da haben wir den Donald von den German Knights besiegt. Das war ein richtig cooler Kampf. Der Bogenschützenstamm passt sehr gut in das Deck, Leute. Sehr, 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 sehr gut sogar. Wir bekommen ein Abzeichen für die Siegeskiste. Ja, wir brauchen sonst keine Kiste öffnen mit den Juwelen und starten gleich in den nächsten Kampf gegen den Quento. Danny Online gegen Quento. Ja, wieso setzen wir hier was? Einfach mal schauen, was der Gegner so hat. Vielleicht können wir ja Schaden machen. Vielleicht haut er einfach Pfeile raus. Da heilt er sich schon rauf. Gegner hat also ein Late-Game-Deck. Wird schwierig für mich. Ja, Bombe rausgehaut, okay. Kann man mal machen. Wir müssen jetzt die Pfeile rausschmeißen, sonst ziehen wir keine Karten nach. Schade. Schade, 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 schade. Und das müssen wir gleich nochmal machen. Obwohl ich das nicht will. Ich will das nicht. Nein,
Lassen wir das. Wir haben eine gute Hand. Haben eine gute Hand. Bekommen wenigstens einen Kristall und setzen hier einfach mal, ja, die Bogenschützinnen. Mal schauen, wie weit die kommen. Ob der Gegner die Pfeile hat oder nicht. Das ist hier die Frage momentan. Ja, dann setzen wir gleich die Wiederbelebung wieder ein. So, jetzt haben wir natürlich einen Blödsinn gemacht, aber wir spielen die Erscheinung hier. Eine plus 11 Erscheinung und wir haben zwei Exekristalle. Boah, nein, nicht der schwarze Ritter, nicht der schwarze Ritter. Nein, 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 nein. Das ist jetzt sehr, sehr schwierig für mich hier zu gewinnen noch. Doch wir müssen wenigstens jetzt einen schwarzen Ritter zerstören. Sonst kommen wir hier nicht weit. Nein! Wenigstens der eine soll weg. Yes, der ist weg, zum Glück. Geht sich aus. Ist sich ausgegangen. Aber wir können hier... Sehr, sehr, sehr schwierig hier. Da der Gegner den Heiler hat, können wir den Heiler ausschalten. Mit den Pfeilen sollten wir fast können. Yes, können wir auch. So, und jetzt müssen wir hier uns durchkämpfen. Wir müssen mit den Skeletten hier sehr, sehr gut verteidigen. So, der schwarze Ritter ist weg. Der Gegner freest nochmal. Aber zu spät. Oh, nicht der Drache. Nicht der Drache. Alles nur nicht der Drache momentan. Ist mir recht. Ja. Ja, da haben wir verloren, Leute. Wir haben verloren. Da hat der Gegner noch einen Heiler gespielt. Das wird nichts mehr. Boah, nicht mal die Pfeile können hier etwas ausrichten. Ui, 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 ui. Diese Golems, die sind mega stark gewesen. Schade, schade, schade. Defeat, minus 38. Ja, Leute, wir haben heute zum ersten Mal eine mythische Kiste geöffnet. War meine erste. Vielleicht auch die erste für euch, die ihr mal gesehen habt. Schreibt es euch mal in die Kommentare, ob ihr eine mythische Kiste schon hattet. Und vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Dankeschön auf alle Fälle, dass du zugesehen hast. Lasst mir ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ja, Leute, bis dahin. Ciao, macht's gut.